Herzlich willkommen zu Family Computer. Golf. Japan Course. Die normale Version. Und zwar, dieses Spiel kam 1987 raus, steht ja da. Wurde von HLL Laboratory entwickelt. Kennt man ja durch Kirby. Und dieses Spiel konnte man früher in ein Faxgerät einlesen und seine Rekorddaten an Nintendo schicken. Und ich weiß jetzt nicht, ob es nur einer gewonnen hat oder mehrere. Haben dann die. Ja, und konnte dann die Gold-Version bekommen, wenn man halt gut war, also einen hohen Rekord hatte. Das Ganze ist in zwei Teile unterteilt, dieses Video. Zuerst mache ich den Japan-Kurs. Dann mache ich den US-Kurs, weil es sozusagen zwei Spiele gab. Das ist das Startmenü. Hier sieht man wahrscheinlich Rekorde. Weiß jetzt nicht, was es ist. Das hier, ich gebe mal wahrscheinlich seinen Namen ein. So heiße ich. So. Jetzt würde ich sagen, es geht los. Kurz die Diskette drehen. Und los geht's. So, das sieht schon deutlich einfacher aus. Ich hatte nämlich zuerst die Gold-Version gespielt. Bin null zurechtgekommen. Also schon, aber. Ich hatte auch nicht kapiert, wie man die Schläger ändert. Ah, zu weit. Ah, Mist. Ich hatte auch nicht kapiert, wie man den Schläger ändert. Ich starte es ganz kurz nochmal neu. So, jetzt. Ich ändere mal den Schläger. Der hier heißt Wedge. Ich habe ja immer Wing gesagt. Und so heißt er nicht, er heißt Wedge. Und der schießt kürzer. Und jetzt ist der Wind. Jetzt geht der Wind in eine andere Richtung. Dieses Deutsch. Zack. Jetzt ging der Wind gerade in eine andere Richtung, deswegen habe ich voll ins Wasser geschossen. Man kann übrigens das Ganze hier resetten, indem man Start und Select gleichzeitig drückt. I weiß ich leider nicht, was das bedeutet. Ich hatte es aber, ich glaube, sogar angemerkt. In dem Golf-Part. Ach, Iron! Genau, Eisen auf Englisch, Iron. Oder wie Ironie ohne IE. Das war sehr gut. Kann ich jetzt hier eigentlich auch noch meinen Schläger wechseln? Nee. So. Man sieht ja so schön Pfeile. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich sag's lieber mal nicht. Jedenfalls hatte ich das mit 1 mehr. Reicht das? Wind geht so. Machen wir mal hier. Sieht schlecht aus. Ah. Schade. Wind geht so, mache ich so. Ah! Gibt's doch nicht. Zack. Oh, habe ich den falschen Schläger genommen? Jetzt habe ich. Ich muss nämlich diesen PW nehmen. Der schießt schön hoch. Zack. Was bedeutet das? SP1, SP2, keine Ahnung. Oh. Was ist denn das? Ich
schieße ich mal nicht so weit, würde ich sagen. Genauso. Man kann übrigens auch gegen die Bäume schießen. Ah, zu leicht. Zu stark. Ich hoffe mal, dass ich den noch reinbekomme. Was zur Hölle? Ah, bitte, bitte. Ja. Ach, Mist. Ah. Er hat gerade einen Denkfehler. Bitte geh einfach rein. Gut. Sehr gut. So. Schieße ich einfach mal bis zum Ende. Ach ja, was ich noch sagen kann. Was ich noch sagen kann, ist, dass diese Strecken auf Golfplätze aus Japan basieren. Ähnlich wie bei dem US-Kurs. Da basiert es auf. Ein Versuch, was wert. Da basiert es auf Strecken von. Oder Golfplätzen von. Aus. Oder in den USA. Ich schieße den mal so, dass ich dann den da schön drüber schießen kann. Genau so. Genau so. Okay, das muss ich mir jetzt berechnen. Das schiebt mich nach da, das schiebt mich nach da. Egal, ich schieße einfach drauf. nicht schlecht. Ah, zu schwach. Gut, sehr gut. Also sehr gut nicht, es ist 5 Punkte plus, aber... Okay, hier würde ich den gern drüber heben. Okay, ein paar sind 3. Ist schaffbar. Aber schaffe es halt erstmal. Es wird kein Paar mehr. Wieso mache ich das? Double Boggy oder so, keine Ahnung. Boggy. Sicher. Ja, jetzt hier drüber, ne? So, gut. Ah! Ja! Ah, er hätte eher liegen bleiben müssen. Schade. So, dann nehme ich mal kurz diesen Schläger. Naja. Komm schon. Mist. Perfekt. Naja, mehr oder weniger perfekt.
Sweet Spinach beim Kaffee. Oder Kaffee besser. Okay, mache ich noch den Kurs. So, welchen nehme ich jetzt? Ich werde den. Okay. Schade. Okay, da will ich jetzt noch reintreffen. Ach Mann! Gut. So, das war's mit dem Japan-Kurs. Den hatte ich, glaube ich, schon. Komm mir zumindest so vor. Kann auch sein, dass es in der schweren Version dran kam. Also der Gold-Version. Also resetten kann man, wenn man Select Start drückt, kann ich ja mal zeigen. Schon ist man wieder beim ersten Level. Und ja, dann bis. Und jetzt bin ich hier beim nächsten. Beim US-Kurs. Ach, hier kommt diesmal der Text zu. Kann man sich einmal durchlesen. Aber es ist ungewöhnlich, dass die Credits. Dass man die Credits sieht, bevor das Spiel überhaupt losgeht. Na ja, okay, scheint jetzt doch nicht so interessant zu sein. Okay, Name ist trotzdem japanisch, aber ich kann es hier eingeben. LK. Stroke Play, Match Play. Die Musik ist cool. Ich habe jetzt einfach mal Matchplay gemacht. Achso, Change that B. Hm. Da muss man natürlich erst immer verstehen, was damit gemeint ist. Ach übrigens, vielleicht kennt jemand dieses Outfit aus. Irgendeinem Super Smash Bros. 3, ich glaube Melee oder wie auch immer man das ausspricht. So, ich habe das Ganze jetzt mal resettet. Weil dieses Matchplay eher für zwei Spieler ist. Denke ich. Ich habe es jetzt auch nicht ausprobiert. Und zwar mir ist aufgefallen, dass man, dass dieses SP, der das mit SP der Schlag, die Schlaggeschwindigkeit gemeint ist. Das T-Point bedeutet keine Ahnung. Wie kann man sich das so angucken? Ich würde diese große Übersicht sehen. Nicht diese, sondern diese. Warum funktioniert das nicht? So, genau, das wollte ich. Okay, dann schieße ich erstmal dahin. Ist ein anderes Prinzip, ich muss zugeben, ich fand das andere besser, dass man sich direkt daneben sieht und dann einstellen kann. Wobei, ich bin mir nicht so sicher. Hat beides seine Vorteile. So, jetzt kann ich ja meinen Schläger wechseln. Ein bisschen kürzer schießen. Gut. Da
da schieße ich eher so. Achso, jetzt muss ich direkt. Da muss ich jetzt direkt so aus dem Feld schießen. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Ist zwar logisch, ja, okay. Aber ich habe trotzdem nicht damit gerechnet. Ach man. Ich muss zugeben, ich komme damit nicht zurecht. Gut. Wie viel habe ich jetzt gebraucht? Wo steht das? Nirgends? Okay. Dann steht das halt nirgends. Es muss ja auch Sachen geben, die nirgends stehen. Es sollte zu schaffen sein, oder? Ach, da steht's. Okay. Jetzt habe ich es gefunden. Machen wir den. Zu weit? Nee. Ich hätte es gedacht, ist zu weit. Anscheinend nicht. Mach mal nochmal so einen schnellen Schuss. Ja, das Spiel ist deutlich schwieriger geworden. Vor allem jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich das machen soll. Einfach drauf, oder? Da rollt er natürlich drüber. Unmöglich, würde ich schon fast sagen. Komm bitte. Okay, die Spannung hält sich jetzt bei diesem Spiel in Grenzen. Ich finde diese Höhenunterschiede, es ist zwar realistischer, aber dafür ist das Spiel mir noch zu unausgereift, um sowas machen zu können. Okay, jetzt müsste es klappen, wenn er nicht noch weiter weg wollt. Gut. Okay, das sind nur 17 Punkte, ich sag mal. 17 Punkte ist nicht so gut. Oder? Sind keine 17 Punkte? Ah, ich hatte einen Denkfehler. Habe ich ziemlich oft irgendwie. Kann man sich das hier irgendwie in der Gesamtheit angucken? Nein, kann man nicht. Einfach drauf schießen. Okay. Nochmal einfach drauf schießen, würde ich sagen. Und nochmal einfach drauf schießen. Diesmal nicht ganz so stark. Gut. Da muss ich mich jetzt tatsächlich mal selbst loben. Das ist mir jetzt zu viel Druck. Zu viel Druck, also ich muss das Ganze jetzt abbrechen. Aber hier wird wirklich ziemlicher Druck aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Ja, Birdie ist tot. Oder wie auch immer man das ausspricht. Aber der Par ist noch schaffbar. Gut. Das Foul ist noch schaffbar. Weil ich weiß jetzt nicht mal, ob es überhaupt Foul gibt, aber. Ich weiß nur, dass man bei Wii Sports nach irgendwie 15 über dem Par disqualifiziert wurde.
Aber es war mein bester bis jetzt. So. Okay, einfach drauf. Einfach drauf. Wind beachten. Ein bisschen nach da. Ich wusste es einfach. So, nochmal. Wow, nicht schlecht. Also doch schon, aber. Hä? Ist es jetzt auch. Ist es diesmal kein Birdie Try? Sehr ermutigend. Hätte hey, reingehen können, also. Es hätte ein Paar werden können. Ach nein, das war schon Schuss 5. Ach nee, war das Schuss 4? Also ist wirklich ein. Hätte es ein Paar werden können? Ich glaube nicht. Noch ein trauriges Gesicht, das ist nicht so toll. Okay, mache es diesmal nochmal so. Und es ging nicht mal in den Baum. Und nochmal so. Hä? Wo schießt der denn hin? Ich fand, ich habe ganz gut den weißen Strich getroffen oder so. Tschüss. Kann man machen. Oder auch nicht. Ja, das ist der Anstieg. Beziehungsweise ja, der Anstieg, das ist der Anstieg. Da gibt's kein anderes Wort für. Gefälle. Monoton steigend. So, diesmal gibt's keinen Kaffee. Einfach drauf, oder? Wow, das war genau in der Mitte. Es kann noch ein Paar werden, also. Ich wollte jetzt hier mal nicht zu früh urteilen. Es ist wirklich ein Paar. Yay! Gar kein Gesicht, oder wie? Sowas nimmt die Motivation. Genau sowas nimmt die Motivation. Ich will die Oberwelt sehen, nicht dieses Ding. Was? Was steht denn da? Okay, ich will nachwissen, was da steht, dann beende ich die Folge. USA steht dort, okay. Dann wähle ich wohl diesen Weg. Okay, es steht einfach nur USA dort. Krass. Mir fällt gerade auf, dass Mario auch so angezogen ist. So, das beende ich jetzt noch schnell. Darf ich vielleicht meinen Schläger wechseln? Danke.
Wie weit ging der denn jetzt? Der war voll geladen, also der konnte gar nicht reingehen. Triple! So. Das gucke ich mir jetzt nur noch an. Mehr mache ich dann auch nicht mehr. Okay. Was mich interessieren würde, ob das jetzt der Golfplatz beim Weißen Haus ist. Oder ist da überhaupt ein Golfplatz? Keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. Ja, das war's. Ich guck mal, ob das Resetten hier auch geht. Yep. Das war's mit der Folge. Also mit dem Letztest. Und ja, dann bis zum nächsten Letztest. Was auch immer das sein wird. Ich weiß es nämlich nicht.